Hallo Kinderlein, einen fröhlichen 5. Dezember. Ich bin gerade ultra in der Eile und das ganze verschissene Video ist einfach, das ich schon aufgenommen hatte, ist kaputt. Und jetzt muss ich es nochmal machen. Heute habe ich noch kein Geschenk erhalten, weil ich ja nicht bei meiner Freundin war. Ich feier, also jetzt gleich. Und ja, das Thema heute. Ich habe ganz spät erst angefangen, Jeans zu tragen. Ich habe nämlich, ich glaube, bis ich 15 war, habe ich immer nur so Trainingshosen getragen. Also jetzt nicht so die total assigen Dinge, aber einfach halt so Trainingshosen, die man auch zum Sport anziehen kann und sowas. So lange Dinger. Habe ich, glaube ich, angezogen, bis ich 15 oder 16 war, weil ich das gehasst habe, dieses Jeans-Gefühl. Das fand ich immer voll eklig. Da war ich, ja, und da war ich irgendwann einkaufen und dann habe ich dann doch eine Jeans gekauft. Keine Ahnung. Aber eigentlich bin ich, also ja, mit Ende 15 habe ich dann langsam angefangen, Jeans zu tragen. Aber es war mir am Anfang schon noch echt voll unangenehm, das Gefühl, eine Jeans anzuhaben. Das fand ich immer total eklig. Und ja, deswegen habe ich immer Dinger getragen, Jogginghosen. Morgen habe ich wieder mehr Zeit, um was zu machen. Heute ist einfach so eklig alles. Hallo, ciao, ciao.